Ich habe wieder ein schnelles Rezept für euch. Und zwar gibt es heute Rinderfilet, griechische Reisnudeln, Bohnen, Schnippelbohnen, man sieht es gar nicht, weil ich heute hochkant bin. Schnippelbohnen, die habe ich tatsächlich schon vorgekocht, weil es muss wirklich jetzt einfach schnell gehen, die Zeit sitzt mir im Rücken. Vorgekocht und reichlich gesalzenem Wasser und die quietschen auch schön. Und wenn ihr solche grünen Sachen in reichlich gesalzenem Wasser gar kocht, das ist nicht nur blanchiert, sondern richtig gar gekocht, dann behält es auch seine Farbe. Hier habe ich rote Zwiebeln und ich habe Lust auf Perlzwiebeln. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen und ich habe in meinem Leben schon so wahnsinnig viele Perlzwiebeln geschält, dass ich keine schälen mehr möchte und habe die jetzt aus dem Glas genommen. Die sind süß-sauer eingelegt. Das tut's für ein schnelles Mittagessen. Rinderfilet, das habe ich vorhin schon rausgelegt. Habe es ein bisschen mit Olivenöl mariniert und Pfeffer. Und bevor ich es jetzt in die Pfanne gebe, gebe ich noch ein bisschen Salz dazu. Das ist ja immer so das, was sich die meisten Leute fragen. Danach, davor, davor, kurz davor. Das ist es nämlich. Kurz davor salzen, damit das Salz dem Fleisch nicht das Wasser entzieht. Wir brauchen ein bisschen Geschmack dran. Jetzt habe ich die Pfanne angestellt. Die Nudeln sind schon soweit fertig. Hartweizengrießnudeln. Die Kinder stehen drauf. Deshalb, Mutti, ne? Kinder, ja. Ich stehe auf die Bohnen und auf die Perlzwiebeln und wir alle mögen Rinderfilet. Wer mag es nicht? Wir mögen es total gerne. Und ich habe es auch gar nicht so dick geschnitten, damit das auch jetzt relativ schnell geht. Die Pfanne ist gleich heiß. Ich habe hier einen Induktionsherd. Jetzt hier ordentlich salzen. So. Und wenn ich das... Ich mache das schon auch gern. Ich habe keine Schürze an, sonst habe ich die Schürze und habe immer hier diese Fettflecken. Egal. So, jetzt die Pfanne ist heiß. Hoffentlich. Ich gebe nochmal richtig Vollgas. So, da ist ein bisschen Wasser drunter. Spritzelt ein bisschen. Spritzelpratzel. So. Jawohl. Richtig schön heiß anbraten. Nur nicht zu heiß. Ich stehe nicht mehr so. Früher hat man gesagt, das kann doch gar nicht heiß genug sein. Nee. Ich habe so ein gesundes Mittelmaß gefunden und Wild zum Beispiel brate ich nur ganz hart an. Wirklich ganz hart. Ich mache mal einen Kalender. Gehört ja auch dazu. So. Dann habe ich auf meinem Garten schon leere Kräuter gekürzt. Hier Salbei. Dann Rosmarine, guck mal, der blüht schon wieder. Wahnsinn. So, rein damit. Dann Oregano, auch rein damit. Die ganze Menge Thymian, auch rein damit. Und schade, dass es noch kein Rotfernsehen gibt. Es wird immer so unglaublich. Ich kann jedem nur empfehlen, verwendet ordentlich Kräuter. Wirklich. So wichtig. So. Noch ein bisschen Knoblauch dazu. Den Rest von dem Knoblauch, den verwende ich gleich für das Gemüse. Jetzt einmal wenden. Guckt hier gar nicht so wahnsinnig wild. Sieht man das überhaupt auf der Kamera? Ja, so ein bisschen. So. Einmal umgedreht. Den Backofen habe ich schon eingestellt auf 180 Grad. Muss gerade mal abtauchen, ich brauche noch eine Auflaufform. Liebe mein extra wirklich. So, das gebe ich jetzt da rein. Das ist wirklich nur ganz kurz, sodass die Kräuter auch nicht verbrennen. Es gibt nichts Schlimmeres als den Geschmack von verbrannten Kräutern. Das mag ich nicht. So. Rein damit, natürlich, wenn es geht, Frau Schönberger, gleichmäßig, damit das eine nicht eher gar ist als das andere. Wir mögen es alle gerne medium rare, meine Söhne und ich. Und jetzt gebe ich hier gerade die Kräuter noch dazu. Deswegen mache ich noch einen kleinen Augenblick, bis ich es in den Ofen gebe, damit es auch in time fertig ist. Jetzt gebe ich das Gemüse dazu. Und ich schön die Aromen noch mitnehmen, die hier in der Pfanne entstanden sind.
ist noch ein ganz kleines Stückchen Olivenöl in die Pfanne. Ein bisschen. Das war ein ordentlicher Schuss. Aber gut. Ja. Eine Durchschwenkung. Jetzt gebe ich das Fleisch in den Ofen. Man kann ja gar nicht oft genug sagen, aber es gibt ja hier diese Daumenregel. Ne? Also, wenn der Daumen nicht angespannt ist und es ganz weich ist, ist es schwer. Ne? Je angespannter, je härter, umso mehr durch ist das Fleisch. Ne? Also, wenn das der Knüppel hier ganz hart ist, so fühlt sich Fleisch an, wenn es totgebraten ist. Ich habe es gerne, wenn es so ganz weich ist. Also, man kann es hier auch mit den Fingern durchziehen. Ne? Der kleine Finger, da ist das hier ganz hart. So ist es well done. Und hier ist es rare, ne? Wenn der Muskel überhaupt gar nicht angespannt ist. So, jetzt aber rein. Hier mal durchschwenken. Schnittelbohnen. Ah, herrlich. Es ist der Herbst. Ich liebe den Herbst. Und wir können aus den Vollen schöpfen. Es ist großartig. So, jetzt ziehe ich hier von den Reisnudeln einfach nur ein bisschen Wasser ab. Ich brauche das Wasser nämlich gleich. Das hätte ich nämlich gerne zum Dünsten von dem Gemüse. Ich gebe auch nicht alle Nudeln rein. Ich denke, das so durch zum Leidwesen meiner Jungs. Mische ich das ja immer ganz gerne. Meine Jungs, die mögen es immer so ein bisschen sortierter. Ich schmutze mal gerade auf den Bild. So, dann ist wieder. Und da ich die Bohnen jetzt schon vorgekocht habe, brauche ich hier nur noch hier einmal ein bisschen anbraten. Und ich habe hier noch ein bisschen Petersilie, frische Kräuter, das hatten wir ja gerade schon. Das gebe ich dazu. Einmal italienisch durchgehackt, das muss alles ganz so wahnsinnig fein sein. Rein damit. Ja. Und Knoblauch. Freund von der Knoblauchpresse. Die bleiben nämlich meistens die ganzen Aromen vom Knoblauch in der Presse hängen und wandern nicht in das Essen. Einmal durchschwenken. Ah, herrlich. Und dann gebe ich hier die schönen, schmatzigen Nudeln dazu. Immer noch ein bisschen von dem Nudelwasser, das bindet. Die ganze Flüssigkeit, die da jetzt entsteht. Sehr, sehr, sehr lecker. Hoffe ich doch mal. Probier es jetzt mal. Ich hätte hier aber gerne einen frischen Löffel. Bin hier alles griffbereit. Diese einfachen, aromatischen Gerichte. Also wer da keinen Hunger bekommt, ganz einfach, schmeckt auch so mega. Mein Fleisch braucht jetzt noch 2 Minuten im Ofen. Ich schicke euch dazu ein Bild, wenn ich es angerichtet habe. Und wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Nachkochen. Fertig.